Wir sind zu Gast im Wohnzimmer von Familie Christ. Das Festessen hat geschmeckt und alle sitzen gemütlich beieinander und reden. Und reden. Und bin auch froh, dass wir heute da sind. Ich bin ja so froh, dass wir dieses Jahr wieder gemeinsam Weihnachten feiern können. Letztes Jahr, es war einfach traurig ohne euch alle. Es war zwar Weihnachten, aber nicht so richtig. Ja, Katrin, das war wirklich einsam letztes Jahr. Ne? Und ich freue mich dieses Jahr auch ganz besonders, dass ihr wieder, dass wir bei euch sein können. Und es wäre auch schön, wenn wir zur Kirche gehen könnten, aber das geht nun nicht, weil mir hat es immer sehr gefallen, wenn die Kinder die Weihnachtslieder singen. Und außerdem mit der Oma, das ist mein 80. Weihnachten und mein 56. mit der Oma. Und nun wäre es gut, wenn die Kinder singen könnten. Weißt du noch, Hildrud, früher sind wir immer zur Johanniskirche zum Turmblasen gegangen. Das war immer wirklich toll und schön. Da gab es Glühwein und man konnte so den ganzen Stress, der so vor Weihnachten und Heiligabend war, vergessen. War doch super und immer toll, ne? Richtig, das war schön. Also ich bin ja eher Generation Online, aber Weihnachten ohne unseren jährlichen Teenschor, das ist arg blöd. Vor lauter Aufregung war für mich Weihnachten immer erst richtig, wenn das Konzert gesungen war.
your baby boy will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know? Mir ist jedes Mal das Herz aufgegangen, wenn ich euch gehört habe. Das war ehrlich gesagt immer mein bestes Weihnachtsgeschenk. Und trotzdem, Weihnachten ohne die Weihnachtsgeschichte, das ist immer der Moment, wo ich zur Ruhe komme, wenn ich die Geschichte von Maria und Josef höre. Ich lese uns die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich darüber, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Aber ich muss schon sagen, wenn du mit deinen Mädels im Gospelchor gesungen hast, dann hat für mich Weihnachten erst richtig angefangen. Danke, Schatz. Child is born from Bethlehem.
Ich mag's deutsch, ihr immer mit eurem Gospel. Für mich ist Weihnachten, wenn der Pfarrer fröhlich die Predigt spricht. Weihnachten, die wunderschöne Zeit, wo Wünsche wahr werden. Gerade haben wir sie wieder gehört, die Weihnachtsgeschichte, wo die Hirten überrascht wurden in ihren Erwartungen und wo die Engel ihnen alle Angst nehmen konnten. Fürchtet euch nicht, eure Wünsche werden wahr. Euer Retter ist geboren und wird diese Welt verändern. Und er hat sie verändert. Die Weihnachtszeit, die Zeit, wo Wünsche wahr werden. Was wünschen wir uns denn heute am allermeisten? Was wünschen sich Kinder? Und wir haben sie befragt. Lasst uns mal reinhören, was die Kinder aus der Kita Wiesenhüpfer so an Wünschen geäußert haben. Ich wünsche mir ein Pferd mit Stab. Ich freue mich, dass ich mit Verwandten und Freunden mich treffen kann. Ich esse eine Gans aus Fleisch. Weihnachten. Ich wünsche mir Plätzchen zu backen und mit meinen Mama, Papa, Oma und Opa zu feiern. Also wenn das Christkind kommt, gehen wir alle in die Kirche mit unserer Familie, feiern Gottesdienst. Und der Onkel Olli muss da nicht arbeiten, der kommt zu uns. Und noch was ganz Besonderes, denkt mal an euren Geburtstag. Geburtstag feiern wir nur eine Woche. Ja, und wann habt ihr Geburtstag? Fast? Noch einmal schlafen. Wir wünschen allen frohe Weihnachten. Tschüss. Kinderwünsche. Und auch so einige Wünsche waren dabei, die sind auch uns Erwachsenen aus dem Herzen gesprochen. Wenn man heimkommt, wenn man sich mit seinen Lieben wieder trifft, endlich wieder daheim ist. Willkommen daheim, so steht es rechts und links vom Eingang unserer Christuskirche hier. Willkommen daheim, rechts und links wie zwei ausgebreitete Arme, die einen willkommen heißen. Komm heim, fühl dich wieder heim, fühl dich willkommen. Die Mutter, die Tochter, die den Sohn in den Arm schließt, schön, dass du wieder zu Hause bist. Wenn die Vorlesungen an der Uni endlich geschafft sind, wenn die erwachsenen Kinder endlich wieder zu Besuch kommen, wenn du am Bahnhof stehst und nach dem Zug Ausschau hältst und hoffst, dass er endlich um die Ecke kommt und du die Person, die du so sehnlich erwartest, wieder in die Arme schließen kannst. Willkommen daheim. Das hat ganz viel mit Weihnachten zu tun. Wir besuchen uns, wir begegnen uns, wir sind endlich wieder beieinander. Und dann, und da kann ich mich selber noch dran erinnern, und dann, wenn man heimkommt aus der Ferne, wenn man endlich mal wieder zu Hause ist, kann zweierlei passieren. Man kann sich daheim willkommen fühlen und sagen, oh, alles so, wie es immer war. Ich komme ins Gewohnte nach Hause und finde alles so vor, wie ich es verlassen habe. Wie schön. Es gibt aber auch das andere. Es gibt auch dieses Heimkommen und merken, oh, es ist gar nicht mehr hier so, wie es mal war. Manches hat sich verändert. Mein Kinderzimmer wurde neu gestrichen. Die Wohnzimmereinrichtung erneuert, modernisiert. Es ist gar nicht mehr so, wie es früher war. Und ich beginne mich ein bisschen fremd zu fühlen. Wie so ein erstauntes Feststellen. Was, wenn sich nicht nur Dinge verändert haben? Was, wenn ich feststelle, ich komme heim und Menschen haben sich verändert? Vertraute Menschen sind gar nicht mehr so wie früher. Etwas eigener vielleicht geworden, weniger großzügig. Wenn vertraute Menschen weniger warmherzig sind, dann stellt sich Enttäuschung ein. Was, wenn sich das daheim fremd anfühlt,
So möchte ich mal ganz mutig fragen. Wie ich auf diese Frage komme? Naja, mir geht's immer noch so, dass ich mich in diesen Zeiten 2020, 2021 offen gesagt nicht so richtig daheim fühle. Sind wir jetzt nach der letzten Corona-Welle oder sind wir schon wieder vor der nächsten? Brauchen wir auf die letzte Corona-Welle gar nicht mehr warten, weil es wird jetzt immer so weitergehen? Impfen wird alltäglich. Willkommen daheim. Was, wenn das Daheim sich überhaupt nicht mehr heimlich anfühlt, sondern befremdlich, wenn es mir fremd wird? Ich komme auf die Frage, weil ich versucht habe, mich in die Weihnachtsgeschichte reinzudenken, mich in das Christkind Jesus reinzuversetzen. Willkommen daheim. Also erstens kam Jesus ganz sicher nicht daheim auf die Welt, sondern in der Fremde. Und zweitens, wenn es stimmt, dass der Gottessohn himmlischen Migrationshintergrund hat, dass seine eigentliche Heimat im Himmel bei seinem Vater ist, dass er von dort gekommen ist, bevor er diese Erde betreten hat, dann frage ich mich schon, muss er nicht mit einer riesengroßen Sehnsucht nach Himmel von Anfang an auf diese Erde gekommen sein? Eins werden wir ganz sicher erfahren, wenn wir Jesus erwachsen werden sehen und wenn wir Jesus begleiten, wie er Menschen begegnet, wenn Menschen etwas spüren und wenn er die Menschen etwas merken lässt, dass auch sie eine Heimat im Himmel haben, dann wird uns vielleicht bewusst, Jesus hatte ein ganz besonderes Herz für Menschen, die irgendwie ihren inneren Halt verloren haben. Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen begonnen haben, sich verloren zu fühlen. Die sich nicht mehr geliebt gefühlt haben, nicht mehr so 100% angenommen, wie das vielleicht früher mal war, die ihre innere Heimat irgendwie verloren haben. Das waren Menschen, für die Jesus einen besonderen Blick hatte, ein besonders großes Herz. Jesus hatte ein Herz für schwarze Schafe, das kann man wirklich sagen. Und dazu gibt es eine ganz tolle Weihnachtsgeschichte, die ich hier erzählen möchte, weil sie mir so unheimlich gut gefallen hat. Warum das schwarze Schaf an der Krippe blieb. Schwarze Schafe sieht man nachts schlecht und in einem dunklen Stall schon gar nicht. Doch das kann manchmal ganz schön nützlich sein. Die Hirten auf dem weiten Feld vor Bethlehem mochten Sammy, das schwarze Schaf, nicht gern, obwohl Sammy das einzige und somit eigentlich etwas Besonderes war. Schwarze Wolle brachte keinen guten Preis, weil man sie schlecht färben konnte. Und so musste sich Sammy einiges gefallen lassen. Nicht nur die Hirten ließen es meistens links liegen, auch die weißen Schafe waren nicht besonders nett zu ihm. Sie blökten schlecht über ihn, sie traten ihm unauffällig gegen seine dünnen Beine, sie schubsten ihn vom Futtertrog weg und erzählten ihren Jungen, dass es die Bosheit wäre, die ein Schaf schwarz werden lässt, oder die Dummheit. Und so blieb Sammy ein Einzelgänger und dazu noch ziemlich dünn. An jenem Abend, als ihnen die Engel erschienen, schliefen bereits fast alle. Und was dann geschah, das ist den meisten Menschen bekannt. Was nicht allen bekannt ist, Sammy war auch dabei, als die Hirten das Kind im Stall und seine Eltern besuchten und Geschenke brachten. Auch weiße, weiche Wolle. Sammy war neugierig, aber er hatte auch ein bisschen Angst. So drückte er sich zwischen dem Ochsen und dem Esel vorbei in eine Ecke des Stalls. Von dort konnte er alles genau beobachten, vor allem das Christkind. Und einmal blinzelte es ihm sogar zu. Sammy war selig.
Irgendwann wurde Maria das Getümmel der Schafe im Stall einfach zu bunt. Das Kind braucht dringend Schlaf. Und sie selbst vielleicht noch viel mehr, nach all den Strapazen. Also bat Maria kurzerhand, alle Gäste nach Hause zu gehen. Sie schloss die Tür, stillte das Baby, legte es in die Krippe, kuschelte sich an Josef, löschte die Laterne aus und schlief ein. Den Sammy hatte Maria einfach übersehen. Als auch Ochs und Esel leise schnarchten, pirschte sich Sammy vorsichtig bis an die Futterkrippe vor, in der das Christkind lag. Sacht stupste Sammy das Baby mit seiner warmen, feuchten Nase an. Es war noch wach und schmiegte sich an Sammys flauschigen Kopf. Die kleinen Hände griffen in das weiche Fell. Sammy wagte kaum, sich zu bewegen. So hielt er das Kind in seinem Arm und seiner weichen, warmen Wolle kuschelig warm. Bis zum Morgen. Und weil Jesus sich auf Anhieb mit dem schwarzen Schaf so gut verstand, schlossen ihn auch Maria und Josef schnell ins Herz. Sammy durfte bleiben. Er stand ab jetzt neben Ochs und Esel im Stall und von da an hatte das Christkind ein Herz für schwarze Schafe. Denn oft sind gerade die ja, die ganz Besonderen. Jesus hatte ein Herz für schwarze Schafe, für die Heimatlosen, für die Verirrten und Verwirrten. Ja, Jesus hatte ein Herz für schwarze Schafe, für die besonders Verirrten und Verwirrten, für die Heimatlosen. Da schlug sein Herz ganz besonders. Und das hat Menschen angesteckt, die so sein wollten wie Jesus, die sich mit seiner Liebe haben füllen lassen. Und auch solche Menschen wurden mit einem besonderen Herzen für schwarze Schafe. Überall, wo Jesus Glauben geweckt hat, da kam etwas zurück von dieser Geborgenheit, von diesem Wissen, ich bin gehalten. Mein Vater im Himmel weiß, was war und er weiß auch, was kommt. Und dieses Gottvertrauen, dieses tiefe Wissen, dass ich getragen und geführt bin von einem Vater im Himmel, von einem Gott, der mich von Herzen lieb hat, von einem Hirten, Jesus Christus, der gute Wege für mich weiß, wo ich wirklich ihn um Rat fragen kann, immer wieder zu ihm kommen kann. Solchen Glauben hat Jesus in den Menschen damals geweckt und er tut das bis heute. In einer Welt, die wirklich unübersichtlich geworden ist. In einer Welt, die Unheil kennt, die rau und oft erbarmungslos und verständnislos daherkommt. In diese Welt kam Jesus, um uns heimzuholen, um uns einzuladen, willkommen daheim, zurück ans Herz des Vaters im Himmel. Willkommen daheim, eine Einladung, lass dich ganz neu in die Arme Gottes hineinfallen. Wenn er dich zurückholen möchte, lass dich einladen zur Liebe, lass dich einladen zur Barmherzigkeit, zur Vergebung, zur Versöhnung. Jesus, das Christkind, kann heute genau wie damals Wunden heilen, kann Verirrte heimführen und uns den Weg zum wahren Leben führen, zu einem Leben nach Gottes Herzen. Das ist ein Weg, der mich Jesus ähnlicher werden lassen kann, der mich zunehmen lassen kann an Wahrhaftigkeit, an Weitherzigkeit, weil Jesus das in unsere Welt hineingetragen hat. Danke, Jesus, dass du ein Herz für schwarze Schafe hast. Danke, Jesus, sei willkommen daheim. Fühl dich in mir und fühl dich in unserer Mitte wieder heim. Denn dann wird's wirklich Weihnachten.
Und darum lasst uns jetzt zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus in unsere Welt geschickt hast. Eine Welt, die Unheil kennt. Eine Welt, in der es oft so kalt und so rau zugeht. Wir brauchen deine Liebe so sehr. Wir bitten dich, Herr, dass du auch bei uns Heimat findest. Dass unser Leben, unser Alltag, unser Herz so ein Ort wird, wo du zu Hause bist. Wir beten darum, Herr, dass wir zueinander wieder in dieser Liebe, in dieser Geduld miteinander umgehen, so wie du zu uns bist. Wir beten darum, dass wir in einer Welt, in der es oft kalt ist, deine Wärme ganz neu spüren und sie ausbreiten können. Dein Licht, das du gebracht hast, um es hell werden zu lassen. Komm in unsere Familien, komm in unsere Beziehungen untereinander, lass etwas spürbar werden von deiner Liebe. Willkommen zu Hause, Jesus. Und das empfinden wir auch und das wollen wir jetzt auch miteinander beten, wenn wir wie Kinder zu dir kommen und zu dir sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Wenn wir schon bei den Traditionen sind, ich kann euch sagen, wenn das Lied O du Fröhliche gesungen wird, kriege ich regelmäßig noch Gänsehaut. Aber ehrlich, ist der absolut super, ne? Genau.
Segen. Das bedeutet doch, dass Gott uns begleitet mit seiner ganzen Liebe auf Schritt und Tritt. Und diesen Segen, den wünsche ich Ihnen. Gott, der Herr, er segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir Frieden. Amen. Ich schließe mich diesen Segenswünschen an und wünsche Ihnen frohe Weihnachten, ein schönes Fest miteinander und einen guten Start ins neue Jahr. Seien Sie behütet.